Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Cube. Isaac88 zurück am Mikro. Ja, wir sind stehen geblieben in, ja, ich würde mal sagen Stufe 4 von Cube. Und ich habe mir nur eine Zigarette geraucht, habe mir einen neuen Kaffee geholt und wollen wir doch mal schauen, wie es jetzt weitergeht, wa? Was ist das denn jetzt hier? Okay. Also den können wir schon aktivieren. Mal schauen. Ball kommt, Ball fällt. Okay. Nee. So, dann dürfte der ja auch ins erste Loch fallen. Nee, tut er nicht. Aber so tut er das. Sehr schick. Den wieder zurück. Den auch. Dann springt er da drüber. Mhm. Mal kicken. Und landet der hier. Okay, springt da drüber, da rein. Das dürfte es ja jetzt gewesen sein. Sehr schön, das war ja noch relativ einfach. Wuhu, der Raum verschiebt sich. So, what's next? Okay, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Okay. Das war auch relativ einfach. Aber was zur Hölle kommt jetzt? Okay, der Ball kommt von da. Das bringt mir herzlich wenig, wenn der... Nose. Okay, nochmal. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Sehr schön. Eins wäre geschafft. Wenn ich den aber durchlaufen lasse. Mal schauen. Wenn ich den relativ spät drehe. Kommt dann irgendwo mehr dran, okay. Ah! Mist, ich bin da nicht dran gekommen. Okay, die Idee war aber gut. So. Nochmal. Moment, wie rum muss ich denn jetzt drehen? So. Nein, eigentlich nicht, aber. Okay, ich muss näher ran. Nein. Sehr schön. Gut, eher nicht. Nochmal. Ne, Moment, da war ja schon. So. Mal runter. Ja. Mann! So. Und wenn ich ihn jetzt. Na? Blau habe ich fertig. Ach, dann wird er wieder blau. Doof. Hm.
So. Na, komm schon. Und so nochmal. So wird er erst blau, so wird er dann gelb. Ne, jetzt wird er grün. Lol. Wie cool ist das denn? Jetzt komm da hier hin. Haha. So, das Ganze jetzt nur noch mal umgekehrt. Nur, dass ich schauen muss, dass... Wenn der da drauf kommt, mal schauen, ob ich das hinkriege. Nee. Nochmal. Obwohl, Moment, wenn ich mal eben schauen, so und so, ich ihn zwinge, hier zu bleiben. Und wenn er dann hier drin ist. Ne, Moment. Moment, so wird er nur grün. Das bringt mir ja nichts. Was ist denn, wenn ich... Das müsste jetzt gehen, oder? Springt er da drüber, landet da drin. Ja, so wäre ja schon perfekt. So. So, dann komm mal zu Onkel. Springt er da drüber. Ma? Nein! Fuck! Ne, Quatsch, falsche Richtung. Na, komm her. Kann ich dem echt so viel Drall verpassen, dass das funktioniert? So. Weil da drüber springen muss er ja. Da habe ich ja keine andere Wahl. Und dann verpasst den natürlich wieder. Und das war in die falsche Richtung gedreht. Nein, schon wieder! Mann! Ach, bin ich heute doof? So. Ja, jetzt funktioniert's. Mensch! Mensch, Kinnas! Manchmal ist das Leben kompliziert. So. Wow, das sieht schon mal geil aus, vor allem mit den Lichteffekten da drin. Also, das muss man ja mal so sagen, das sieht gut aus. So. Boing. Oder auch nicht boing. Ah, boing, boing. Wah, Knaff. Bin ich gelandet? Oh, okay. Yo. Wie geil. Oh, noch mehr davon.
Wow. Okay, was passiert, wenn ich ihn erstmal nur runterhole? Okay, der muss... Ah, jetzt muss ich Farben auch noch mischen. Okay. Das heißt, der muss blau werden. Okay, Leute, jetzt wird's knifflig für Onkel Eis. Also, den muss ich auf jeden Fall erstmal rausfahren. Okay, das wird ein Glücksspiel hier. So, dann wird er blau. Dann wird er pink und, ja, ich sag mal pink und lila, dann fällt er da rein. So. Aber wo haben wir denn? Hier ist gelb. Geht das hier hinten nochmal abschüssig? Also rollt er dann zurück? Sieht nicht so aus, ne? Hm. So, als nächstes brauche ich... Ja. Okay. Okay. Orange. Okay. Also gehen würde das, so wie ich das gerade fabriziert habe. Schauen wir nochmal. So. Gut, so haben wir ein Grün. Und dann geht er da rein. So, hätten wir das auch geschafft. Jetzt brauche ich noch Orange. Oh, der ist zu weit drin dann. Das war Schwachfug so. Hier rein und rüber mit dir. Dann bist du da. Nose, das war zu früh. Okay. Nochmal. Einmal nach da drehen, damit ich dich da hab. Ne, jetzt wirst du nur grün, okay. Du auf jeden Fall jetzt hier hin. Lass ich dich jetzt hier durchrollen und warte, bis du relativ weit hinten bist. Nein. Hm. Ich könnte ihn ja auch einfach komplett durchrollen lassen, oder? Insofern ich mir den hier rüber schiebe. So. Ich einfach versuchen. Jetzt. Haha! Cool. Klar. So, damit wäre Level 4 auch geschafft. Wuhu! Wollen wir mal schauen, wie weit ich in diesem Part noch komme. Level 5 oder Stufe 5. Ich schnipp mal kurz an meinem Kaffee. Oh. Nom nom nom. Mm. Lecker schwarzes Gold aus der Tasse. So, what's next? Oh, wir gehen in die Tiefen. Wir gehen Markus in der Hölle besuchen. Wow. Jetzt wird's hier auch noch dunkel. Okay, ich hab Angst. Wie geil ist das denn, Leute? Sieht das nicht einfach nur edel aus? Geile Scheiße, Mann.
Way, anders schön mit Beleuchtungseffekten. Find's einem schönen 8-Bit-Spiel. Wie geil. Okay, ist nur ein bisschen doof, dass ich gerade nicht sehe. Hier ist ein Block. Oder? Warte mal. Ah. Ah, die muss man also einzeln aktivieren. Geil gemacht, auf jeden Fall. Also, das hat sich echt gelohnt, das Spiel. Bisher auf jeden Fall schon mal. So, what's next? Okay. Das heißt, ich würde sagen, ich muss... Ach so, rot erst wieder zurückfahren, klar. So, gelb aktivieren. Oh, nose. Zurück nochmal. Mit dem kann ich ja eh nichts machen. So. Eins, zwei, rausfahren, dann steht er da drauf. Gelb hochfahren. Das ist Schwachkeks. Moment. So. Dann kann ich den ja immer noch aktivieren. So. Und jetzt müsste ich ja... Sprungkünste! So, mal sehen, wo ich bin hier. Ich hoffe, ihr erkennt das. Ich werde gucken, dass ich die Qualität auf jeden Fall so hochwertig halte, dass ihr erkennen könnt, was ich hier gerade tue. Ich will hoffen, dass das funktioniert. Ich render ja mittlerweile mit Megui. Ich will hoffen, dass ich das insoweit hinkriege, dass ihr alles erkennt, ohne Grauschlieren zu haben. Weil es jetzt wirklich relativ düster hier ist. Kaffee, lecker. Okay. Okay, den Sinn von diesem Rätsel verstehe ich gerade noch nicht. Den roten haben wir hier. Den blauen haben wir da. Das heißt, wenn ich mich, Moment, hier hinstelle, die aktiviere und die schon mal hier hin mache, stehe ich noch auf dem roten, sehr schön. Blau ist da, da kann ich rüberspringen. Stehe ich auf dem gelben, sehr schick. Gut, das hat auch schon mal funktioniert. Oh Mann, ey, hier wird ja gerätselt ohne Punkt und Komma. Okay, what's up? Aha. Was muss gemacht werden? Da ist der blaue. Wo ist gelb? Da. Der darf zwei nach vorne, also muss ich im mittleren aktivieren, ne? Ja. Was machen diese Blöcke? Die kann ich einzeln hochheben. Da soll der hin. Okay.
schauen. Grüne befindet sich da. Den kann ich ja... Warte mal, der steht doch jetzt auch auf Rot, ne? Ja. Okay, Gelb muss ich auf jeden Fall erstmal wieder zurückfahren. Jetzt Rot. Stehe ich jetzt mit Rot auf einer Linie? Wenn ich jetzt Gelb aktiviere und rüberschiebe, auf diesem Stück hier, warum geht das nicht? Zu viele aktive Blöcke oder wie? Okay, muss ich nicht verstehen. Warum aktiviert ist es nicht? Eigentlich müsste ich ja jetzt nur noch Gelb ausfahren. Oder kann man das nur einmal? Das wäre scheiße. Nee, geht nicht. Ich muss den Roten hier auf jeden Fall einmal rüberschieben. Ach, warte mal, vielleicht... Vielleicht eine Idee. Moment. Nochmal komplett runterfahren. Gelb anmachen. Ganz unten. Oder ist das jetzt zu weit? Nö. Der Grüne liegt zu weit. Okay. Nochmal neu. Rot anmachen. 1, 2 rüber, genau, zurück. Eigentlich. Oder warte mal. Hier unten drunter war da auch, genau. Also, schiemert so. Dann dürfte das ja funktionieren, oder? So. Wo ist der grüne Block? Das ist zu hoch, ne? Da war ja kein roter Block. Oder ist jetzt unter dem ein roter Block? Nö. Hm. Mal kurz was kicken. Da muss der hin. Da. So schiebe ich den zu weit raus. Kann ich denn, während die sich bewegen, kann ich die anderen nicht anmachen? Okay. Kann ich denn... Ja gut, also raus muss der auf jeden Fall. Ist ja... Dit ist logisch, dit verstehe ich ja noch. So, jetzt habe ich den grünen Block davor liegen. Wenn ich jetzt... hier einmal anmache und wieder ausmache, steht da drauf liegen. So. Jetzt habe ich den da liegen, wenn ich den... Jetzt habe ich doof mir den runtergeschoben. Na gut. Auf jeden Fall war die Idee schon mal... Idee war gut, Umsetzung war scheiße. Gut. So, zack, jetzt, zack, zurück, rot, den hoch, den hoch, und ein, der ist höher, einer, ne? Hm. Ja gut, aber wenn ich den höher mache, dann, ich müsste den jetzt eigentlich nur nochmal einen rüberschieben. Warum auch immer das jetzt wieder nicht geht. Ja, das müsste ja okay sein. Ja, genau. So, jetzt den... Oh.
den jetzt einen höher, den raus und jetzt eigentlich nur noch das oberste. Genau. Und jetzt rot zurückschieben. Wuhu! Ist doch richtig, oder? Ja. Pff. Manche Logikrätsel, du. Mio Dio. Okay. Was haben wir jetzt? Wir haben da einen roten. Da einen blauen. Ein blauer, es ist ein zweiter nicht fern. Okay, anscheinend doch. Wo ist gelb? Da ist gelb. Haben wir denn auf der Blockreihe hier? Ich stehe jetzt in der Blockreihe. Wir können zwei Ebenen seitlich bewegen, aber nicht die, wo gelb drin ist, oder? Ist das dieselbe Blockreihe? Nein. Ist rot damit drauf? Nö, auch nicht. Wofür? Doch, blau ist jetzt gedreht. Gut, dann drehe ich noch einmal in diese Richtung. Müsste blau ja hinter mir liegen, genau. Rot müsste auch einmal gedreht werden. So. Gelb ist nach wie vor da. Okay, probieren wir mal. Komme ich auf blau so drauf? Nein, okay. Grün sehe ich auch gerade nicht, ne? Nö. Doch, da. Mhm. Da muss ich blau also... Weil gelb kann ich mir ja nicht drehen. Gelb ist da oben ja fest. Das heißt, ich brauche blau hier. Das heißt, den untersten einmal nach hier drehen. Dann müsste ich blau jetzt da stehen haben, ne? Genau. Die grüne... Roten. Mal gucken, ob das geht. Wo ist der blaue? Hier. Der grüne. So. Zack. Blau aktivieren. Worauf stehe ich? Auf rot. Ah, die anderen waren also nur zur Verwirrung da, ja? Sehe ich richtig? YouTube. So, was haben wir hier? Rot. Grün zum Aktivieren. Von wo kommt die Kugel? Da kommt sie. Okay. Okay, okay, okay. Kann ich mir eigentlich nur so vorstellen. Ja, hat ja schon mal prima geklappt. Okay, auf welcher Ebene kommt die Kugel? Da. Okay, das dürfte zu... Doch, das ist richtig, ne? So, so. Und so. Dann rollt sie rein. Oh mein Gott. Was haben wir davor für ein Feld? Ein blaues. Okay, das muss ja definitiv runter. Es ist
denn, wenn ich jetzt einfach nur... Blaues da... Grün. Blaues da... Gelb. Rot, fahr mal rot noch einmal aus. So. Gelb, zurück, blau an. Wo ist Kugel? Kugel da. Wo ist blaues Feld? Blaues Feld ist eins davor. Und das rote einmal hoch, ja? Oder fährt das raus? Blau, 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 blüten. Rausfahren, aber was habe ich davon? Nix mehr, ne? Nee. So, machen wir blau nochmal. Zurück, rot. Warte mal, ich habe eine Idee. Das zurück. Gelb an. So. Blau ist ausgeschaltet. Rot einmal an. Haha! Sehr schick. Wow, noch eine Stufe. Aber ich habe nichts mehr zum Ein- und Ausschalten. Ah, doch hier. Wo ist Kugel? Da ist Kugel. Drehen kann ich auch, okay. Kugel liegt auf derselben Ebene. Wow, mit dem Dunklen ist das echt kompliziert, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns sofort wieder, damit die Videolänge nicht zu krass wird. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es wieder ist, let's play Cube. Haut raus, ciao.